Wunderschönen guten Morgen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich freue mich einfach, dieses Video mit euch nochmal zu teilen. Und zwar das Thema heute betrifft einfach den Lebenslauf. Und ich würde gerne einfach ein paar Tipps so geben, wie Sie den Lebenslauf einfach so präsentieren können und auch erfolgreich so sein könnten. Also ich würde gerne euch nicht nur erklären, was Sie drin schreiben sollten, also den Inhalt. Ich würde gerne euch genau erklären, wie Sie einfach den Lebenslauf so aufbauen können. Also wir beginnen einfach mit dem Inhalt, was drin sein sollte und wie Sie einfach auch die Sache so präsentieren könnten. Und der erste Punkt ist einfach die Struktur und das Layout. Es ist einfach sehr wichtig, einen Lebenslauf einfach sehr gut zu präsentieren, indem Sie auf die Struktur so aufpassen und auf das Layout auch aufpassen. Und nicht nur die beiden Sachen sind sehr wichtig, auch eine gute Lesbarkeit ist auch sehr wichtig. Also wenn Sie Ihr Lebenslauf so aufbauen oder schreiben wollen, dann sollten Sie auf diese drei Punkte erstmal aufpassen. Also Struktur, Layout, Lesbarkeit, das ist sehr wichtig. Und dazu kommen noch einige kleine Punkte, die auch sehr wichtig sind. Zum Beispiel das Anschreiben. Und das Anschreiben muss für jede Bewerbung individuell angefertigt werden. Und auch der Lebenslauf sollte nicht immer gleich exakt sein. Also bleiben Sie, müssen einfach variieren, je nachdem Ausschreibung sollten Sie einfach variieren. Also, und Sie sollten Sie einfach in die Lage des Personals einfach so versetzen, um genau zu gucken, was würden Sie an Ihrer Stelle so genau verlangen. Und dann können Sie einfach die Schlüsselwörter einfach suchen und einfach schreiben. Und im Lebenslauf, der Lebenslauf und das Anschreiben sollten sich inhaltlich einfach ergänzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Es ist wichtig, die Schlüsselwörter, die man zum Beispiel im Lebenslauf geschrieben hat, es ist wichtig, genau im Anschreiben einfach zu finden. Also, und es ist auch wichtig, in einem Lebenslauf einfach so zu strukturieren, sodass man immer den Monat so und das Jahr angibt, wann man zum Beispiel gearbeitet hat, von wann bis wann, das Jahr sollten Sie, den Monat erstmal sollte Sie angeben und das Jahr sollte Sie auch angeben. Also, und der Lebenslauf sollte nicht zwei Seiten einfach so überschreiten. Also das ist sehr, sehr wichtig. Wenn Sie zum Beispiel diese Inhalte schon im Kopf haben und auch umsetzen können, dann können wir jetzt über den Aufbau einfach so reden. Also wie der Lebenslauf aufgebaut wird, dann zeige ich euch jetzt. Also es sollte einfach erstmal mit Ihren persönlichen Daten so beginnen. Und was sollten Sie da schreiben? An dieser Stelle gehören heute nur der Name und die Anschrift. Sie sollten einfach nur den Namen, Ihren Namen schreiben und Ihre Anschrift einfach schreiben. Das Geburtsdatum, Familienstand und Sie müssen heutzutage nicht mehr so angeben. Nur zwei Daten sollten Sie hier angeben. Name und Anschrift. Über diese beide Sachen kann man euch erreichen. Also Sie können zum Beispiel auch, je nachdem, auch Ihre Telefonnummer so angeben. Das ist auch wichtig. Also Geburtsdatum und, dann müssen Sie heute nicht mehr angeben. Nationalität müssen Sie auch nicht mehr schreiben. Die Religion müssen Sie auch nicht mehr schreiben. Aber Sie sollten zum Beispiel, wenn Sie zum Beispiel eine Stelle finden, wo zum Beispiel wo zum Beispiel ein Erzieher gesucht wird in einem Kindergarten mit kirchlichen Träger, da sollten Sie da zum Beispiel Ihre Religion angeben. Ansonsten normale Bewerbungen sollten Sie einfach nicht mehr schreiben. Im Lebenslauf sollten Sie einfach nicht mehr schreiben. Und das war der erste Punkt, persönliche Daten, was Sie da schreiben sollten. Name und Anschrift, Punkt. Und der nächste Punkt betrifft hier, das ist einfach der wichtigste Punkt, des Lebenslauf und es geht um Berufserfahrung. Berufserfahrung ist einfach sehr wichtig. Was Sie hier auch schreiben sollten, erkläre ich euch jetzt. Also, Sie müssen einfach diese sogenannte amerikanische Lebenslauf einfach umsetzen, weil es einfach bevorzugt. Und es beginnt einfach immer mit der aktuellen Position und führt einfach alle weiteren Positionen rückwärts, chronologisch.
Chronologie einfach auf. Und hier sollten Sie einfach Ihre bisherigen Tätigkeiten einfach auflisten und einfach in 3 oder bis 5 Stichworte einfach die Hauptaufgabe einfach so, ja, angeben. Und Sie sollten dabei auch nicht vergessen, den Bereich oder Verantwortungsbereich einfach anzugeben und die Erfolge oder Projekte hinzuweisen, wo und was Sie gemacht haben. Also und für Berufsansteiger sollten diese Rubrik mit Praxiserfahrungen wie Nebenjobs oder Praktika angeführt werden. Und wenn Sie das nicht gemacht haben, dann ist es auch nicht so schlimm, dann lassen Sie einfach so oder Sie können einfach mit Studieninhalten, mit Praxisbezug einfach anführen. Und der dritte Punkt betrifft einfach Entschuldigung, die akademische und schulische Ausbildung, was Sie so in der Schule oder an der Uni so gemacht haben. Und bei Berufsanfängern sollte diese Rubrik mit der höchsten schulischen oder akademischen Qualifikation beginnen. Und der Titel der Arbeit oder Sie können mit dem Titel auch anfangen, zum Beispiel Magister, wenn Sie zum Beispiel abgeschlossen haben, ein Magister oder Diplom oder Doktorarbeit, dann sollten Sie einfach benennen. Und die Note müssen Sie einfach nicht angeben, weil man braucht das einfach heutzutage auch nicht mehr. Aber nur für Berufsanfänger können Sie einfach so, ja, angeben. Und also das war einfach unsere akademische, der dritte Punkt. Und der vierte Punkt betrifft einfach, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, aber nicht so wichtig wie unsere Berufserfahrung. Weitere Qualifikationen, zum Beispiel hier werden einfach die Sprach- und IT-Kenntnisse einfach so angegeben und weitere Qualifikationen oder Weiterbildungen werden einfach so hier genannt. Und die Informationen hilfreicher zu machen, sollte der jeweilige Kenntnisgrad genannt werden. Erworbene Zertifikaten sind dahinter in Klammer anzugeben. Sie sollten zum Beispiel nur aktuelle Kurse oder berufsrelevante Kenntnisse zum Beispiel angeben. Und so können Sie einfach Ihren Lebenslauf weiter aufbauen und ganz gut. Also, und hier der letzte Punkt betrifft einfach die berufsbezogene Interesse. Viele Bewerber verwenden noch den guten alten Abschnitt Hobbys, wenn sie ihren Lebenslauf verfassen. Und davon ist abzuraten. Heutzutage man kann nicht mehr einfach nur Hobbys einfach hier schreiben. Es geht einfach nicht mehr. Und Freizeitaktivitäten sollten nur Anzug in den Lebenslauf einfach so halten. Also es muss einfach ergänzen, wie man schon von Anfang an so gesagt hat. Man sollte außerdem um jeden Preis vermeiden, die Befürchtung zu erwecken, dass der Beruf neben den Hobbys nur eine untergeordnete Rolle so spielt. Und wenn Sie fertig sind mit dem Lebenslauf, dann sollten Sie am Ende immer unterschreiben. Und den Ort sollten Sie einfach auch angeben und das Datum sollten Sie auch angeben. Also das ist einfach sehr wichtig und wenn Sie alle diese Sachen so verfolgen und machen, wie ich euch erklärt habe, dann sollten Sie auf jeden Fall eine Rückmeldung vom Personal so bekommen. Also falls Sie Fragen haben, dann sollten Sie einfach mich kontaktieren. Ich freue mich einfach auf Ihren Kommentaren, und ich freue mich auch, wenn Sie mich weiter abonnieren können.